Moin meine lieben Heimwerker-Freunde. Ja, in der letzten Woche habe ich ja den Unterschrank für die Tischkreissäge gebaut und im heutigen Projekt geht es darum, einen Parallelanschlag für die Maschine zu bauen. Ich bin mal gespannt, ich habe mir schon so ein bisschen was überlegt. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's los und ich wünsche euch viel Spaß. Heimwerker-Time. Das Gute ist, dass ich ja quasi die Säge ja schon besessen habe. Also die Säge geht jetzt mittlerweile ja weg. Ich habe ja jetzt diese hier, das ist ja meine neue. Das Gute ist, dass ich schon mal einen Parallelanschlag dafür gebaut habe. Und ja, das vereinfacht das Ganze natürlich ein bisschen. Aber ich habe damals nicht gezeigt, wie ich diesen gebaut habe, weil da hatte ich den YouTube-Kanal noch nicht. Ich werde den aus drei Teilen, glaube ich, bauen. Und als allererstes werden wir jetzt oben den Anschlag selber bauen. Den werde ich jetzt aus, ja, ich denke mal, ich werde jetzt hier 18 mm Sperrholz nehmen. Ich werde natürlich gucken, dass ich ein, ja, echt gerades Brett habe. Da werde ich mir jetzt zwei, drei Stücke von zusammenschneiden oder, ja, drei Stücke zurechtschneiden und die werde ich zusammenleimen und dann werden wir uns nämlich an das eigentliche Schwierige nämlich dran machen, und zwar nämlich das, was nämlich unten stattfindet, das Ganze nämlich zu kopieren. Ja, wir schauen einfach mal. Ich säge mir jetzt erstmal den Parallelanschlag jetzt selber zu. Was für eine Höhe nehme ich denn da? Neun, zehn Zentimeter ist eigentlich eine schöne Höhe, finde ich. Hat man immer noch genug Fläche. Die Maschine selber kann auch nur, obwohl, warte mal, die Maschine selber kann, glaube ich, nur 80. Dann würde es ja vielleicht sogar Sinn machen, den ein bisschen tiefer zu machen. Einfach aus dem Grund, dass wenn man mit seinem Pushstick vielleicht entlang geht und der Schnitt ist ein bisschen geringer als der Pushstick jetzt selber breit ist, dann könnte man über den Parallelanschlag noch gehen und könnte da noch lang fahren. Obwohl, ist eigentlich auch Quatsch, ne? Ne, ich mache den 10 cm. 10 cm Streifen zuschneiden und dann leihen wir das Ganze erstmal zusammen. Gut, jetzt haben wir das soweit zusammen. Jetzt ist hier trotzdem eine kleine Unebenheit. Eine Seite ist schön gerade, das heißt hier das eine Brett, das ist mir, denke ich mal, beim Sägen ein bisschen von abgegangen. Deswegen ist das nicht hundertprozentig gerade. Das werde ich alles mit dem Frästisch einfach nochmal nacharbeiten. Da will ich den, na, wie heißt der denn? Kopier- oder Abrundfräser? Ne, Abrundfräser nicht, Kopierfräser. Den werde ich einfach nehmen. Dann ist das auch alles schön auf eine Ebene. So Freunde, vielleicht ist das den einen oder anderen schon aufgefallen. Ich habe die noch mal ein bisschen geringer gemacht. Die 10 cm, das war einfach viel zu wuchtig. Das sah irgendwie nicht aus. Ich habe die noch mal ein bisschen gekürzt. Jetzt sind wir bei 8 cm. Sieht immer noch relativ wuchtig aus. Ist aber so. Lasse ich jetzt auch so. Jetzt habe ich das vorne hier noch mal eben mit 45 Grad an der Kappsäge abgesägt. Habe ich jetzt auch nicht gezeigt. Ist eben ein Schnitt. Alles ein bisschen abgerundet. Außer natürlich die untere Auflagekante. Ja, mal eben leicht übergeschliffen, dass das schon mal alles ein bisschen, also ein bisschen glatt ist, aber schön glatt ist schon mal. Kommt da jetzt Leinöl schon mal drauf? Ne, ich glaube, das mache ich zum Schluss. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt an den unteren Teil. So, Freunde, das ist ja der obere Anschlag. Diesen habe ich mir jetzt hier hingelegt. Diesen Abstand habe ich gemessen, das sind ungefähr 18 mm, also das wäre sogar eine Dicke von zum Beispiel jetzt der Sperrholzplatte. Jetzt werde ich aber diese Höhe, die werde ich jetzt erstmal nicht beachten. Mir geht es jetzt einfach nur darum, dieses quasi hier zu kopieren. Dass ich dieses Stück ausklinke, also ich werde das, glaube ich, in
zwei oder drei teilen, das weiß ich noch nicht ganz genau. Also dass dieses hier ein Stück wird und hier werde ich dann noch was Neues vorsetzen. Das wäre dann das zweite Stück. Ich glaube, das ist so am besten. Ich werde mir jetzt einfach ein Stück Holz nehmen und werde mit dem Nutfräser werde ich das jetzt hier quasi kopieren. Also, ja, wie soll ich das erklären? Oder wie kann ich das... Moment, ich werde euch einfach mal... So, nehmen wir das jetzt mal so als Beispiel. Ich werde jetzt einfach von hier dieses quasi, zeichne das jetzt hier mal so ein bisschen so an, dieses werde ich jetzt hier ausfräsen. Das kann auch noch ein bisschen breiter sein, das ist ja egal, das kann ich näher mit der Tischkreissäge sonst noch zusägen. Aber mir geht es erstmal darum, dass ich hier quasi diese Vertiefung, die ich hier habe, was ich hier tiefer sein muss, dass ich mir dieses hier rausfräse, damit das runterkommt. Wie die Höhe hier näher ist, das probiere ich näher irgendwie anders auszugleichen, das weiß ich jetzt noch nicht ganz genau. Auf jeden Fall jetzt erstmal zu gucken, dass ich hier diese Nase, die brauche ich ja hier, dass ich diese hier näher kriege und die quasi entsteht. Das werde ich mit einem Nutfräser jetzt machen am Frästisch. So, ich habe das Ganze jetzt schon mal vorbereitet. Ich habe mir das jetzt gemessen an der Tischkreissäge, was für einen Abstand ich jetzt quasi brauche, wo diese Nase halt entstehen muss. Das waren 6 mm in meinem Fall. Wie gesagt, das müsst ihr bei eurer Tischkreissäge halt gucken, wie das da eben halt ist. Aber das ist jetzt hier bei der PTS-10 ist das so 6 mm. Und von der Höhe, also quasi was ich wegnehmen muss, sind es auch nochmal 6 mm. Also habe ich den Fräser 6 mm in der Höhe eingestellt und 6 mm vom Parallelanschlag weg. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich werde es jetzt einfach mal fräsen und dann werde ich mal weiterschauen. Ich nehme jetzt auch Siebdruckplatte oder hier eine Multiplex oder so. Ich hatte erst überlegt, ob ich da auch Sperrholz nehme, aber da ist immer so eine Sache, das ist manchmal... ja, so nicht richtig verleimt oder hat so kleine Lücken. Jetzt bin ich auch irgendwie der Meinung, dadurch, dass hier nochmal eine glatte Oberfläche ist, dass ich das dann halt besser geschoben kriege. Naja, wir probieren es einfach mal aus. So, Freunde, so sieht das Ganze jetzt aus. Also das passt ganz gut. Klar ist hier ein klein bisschen Luft, aber das ist nicht schlimm. Das zieht sich ja dann, wenn du ihn festziehst näher, setzt er sich ja hier vor. Was nur wichtig ist eben halt, dass das Ganze hier auch schön gerade ist. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich dieses hier nochmal ausgeglichen kriege. 3 mm. Jetzt habe ich gerade, ist mir in den Kopf gekommen, wenn ich dieses Flachstahl hier mitnehme, dann kommt das hin mit der Höhe. Okay. Da kürzen wir den jetzt. Schmeiß weg. So, also das haben wir schon mal. Quasi der Läufer. Den setze ich hin. Das setze ich hier einfach oben drauf. Dann haben wir auch die Höhe. Mit kommt hier noch einer vor. Ja, ich baue jetzt erstmal die Sachen, die Komponenten baue ich jetzt erstmal zusammen. Muss ich natürlich genau gucken. Ich hoffe, dass ich alles gerade geschnitten habe, weil das ergibt jetzt quasi den geraden Parallelanschlag. Ich gehe jetzt einfach davon aus. Dass ich ein bisschen trocknen kann.
Gut, jetzt setze ich das mal hier ganz stramm ran. Kann das ja mal sonst so messen. 6,2, 6,2. Ja, also das müsste gerade sein, also sonst wüsste ich jetzt auch nicht. Das kommt eigentlich ganz gut hin. Okay. So, jetzt habe ich bei mir in der Restekiste mal geguckt. Jetzt hatte ich hier noch ein Stück Multiplex. Das werde ich jetzt hier so vorsetzen. Und ich glaube, ich werde zwei Kontermuttern machen. Zwei Stück, die das Ganze heranziehen. Jetzt muss ich mir das mal eben anzeichnen, wo jetzt die Fläche ist. Das ist jetzt die Fläche, das wird geklebt. Das heißt, in diesem Bereich können die Schrauben sitzen. So, dann werde ich mit dem Forstnerbohrer, werde ich jetzt Vertiefung machen, wo diese dann halt damit reinkommen. Diese Gewinde. Freunde, ich weiß, euch fehlt gerade so ein bisschen die Erklärung. Ich war auch gerade echt hoch konzentriert. Also ich habe es jetzt so gemacht, dass ich jetzt hier mit dem Forstnerbohrer eine Vertiefung gemacht habe und danach mit dem Bohrer von der Größe der Schraube, also von dem Durchmesser. Und zwar hatte ich mir das jetzt so überlegt, ich habe ja hier diese... Mal eben gucken, dass das ein bisschen schärfer wird. Na. Ja, diese Gewinde... Ich komme da jetzt gerade nicht drauf, wie die heißen. Auf jeden Fall, diese möchte ich gerne, dass die hier komplett drinne verschwinden. Die sollen sich nicht festsetzen. Die sollen nämlich als Grundplatte quasi gelten. Achso, warte mal, jetzt überlege ich gerade, das geht ja gar nicht. Ne? Dann habe ich ja gar keinen Widerstand. Ich brauche ja einen Widerstand. Die muss ich ja einsetzen, damit ich ein Gewinde überhaupt habe. Ich wollte diese jetzt nämlich ja, so als Konterplatte, weil diese eben halt mehr Auflagefläche hat, als nur eine einzelne Schraube, die dagegen kontert. Jetzt kann ich die aber trotzdem hier noch einarbeiten, um halt das Gewinde zu haben und dann mache ich die trotzdem, genau, mache ich das doppelt. Genau, also das heißt, ich werde das jetzt hier in der Mitte nochmal ein bisschen größer aufbohren, damit dieses hier halt reinpasst. Setze diese hier komplett ein, dass die sich so verkrallen, dass man dann quasi vernünftig schrauben kann. Genau, und dann nehme ich diese Platte als Grundplatte. So, jetzt kann ich euch mal zeigen, was ich nämlich meinte. Jetzt habe ich hier drinnen nämlich diese Gewinde. Ich komme einfach nicht auf den Namen, ist ja auch egal. Ihr wisst ja auf jeden Fall, was das ist. Die habe ich jetzt hier drinnen. Einschlagmuttern oder Einschlaggewinde. Genau, Einschlaggewinde heißt das, glaube ich. Die habe ich jetzt hier reingesetzt, die habe ich verklebt auch. Und jetzt möchte ich diese trotzdem hier nochmal vorsetzen. So. Und die werde ich auch festkleben, damit ich hier eine größere Auflagefläche habe zum Anpressen. Also mehr Andruck, Anpressdruck halt haben, weil das ja eine größere Fläche ist. So ist zumindest der Plan. Und jetzt werde ich diese nämlich hier auch ankleben. So, meine lieben Freunde, Stunde der Wahrheit. Jetzt werde ich dieses hier ankleben. Das muss natürlich auch was aushalten, das ist natürlich klar. Zeige ich euch mal was. So, vom Lauf her echt hundertprozentig, richtig geil. Aber, jetzt passt mal auf, wenn ich den hier drehe, drehe ich den hoch. Und das liegt daran, weil ich diese Teller hier unten gemacht habe und die aus Metall sind und dadurch, dass ich die rotiere, also drehe, zieht der sich nicht ran, sondern schiebt den ganzen Parallelanschlag nach oben. Also die Teile müssen wieder ab. Das werde ich wohl flexen müssen.
Anders kriege ich die ja nicht ab. Wie soll ich das sonst machen? Na gut, werde ich hier durchflexen. Und dann werde ich da einzelne Schrauben ran machen. Das mache ich jetzt mal eben. Und wenn ich das soweit fertig habe, dann gucken wir mal, ob das dann funktioniert. So, meine lieben Heimwerker Freunde. Gute und schlechte Nachrichten. Neuigkeiten. Wie auch immer. Wie ihr seht, sieht der jetzt anders aus. Das liegt daran, dass der mir unten weggebrochen ist. Ich hatte das vorhin nochmal ausprobiert gehabt, bevor ich die Kamera angeschmissen habe. Ist mir leider das hier unten weggebrochen. Das heißt, ich habe es nochmal gemacht. Diesmal aber komplett aus Holz. Drei Teile. 1, 2, 3. Diesmal ist dies hier auch ein anderer Faserverlauf. Vorher habe ich das ja hier ausgefräst quasi und jetzt habe ich hier einfach ein Stück mit der Tischkreissäge ausgesägt und habe das hier vorgesetzt. Das klappt wesentlich besser. Also als Tipp, macht alles aus Holz. Scheiß Metall, ich weiß sowieso nicht, warum ich das dann mit zwischengehauen habe. Ja, ist eben einfach so. Dann wollte ich das Ganze nämlich filmen, das muss ich nämlich auch noch erzählen. War mein Akku alle, habe ich auch nicht drauf geachtet. Ist auch egal, ich habe es euch ja jetzt erklärt. Vorher war das, also quasi das, was ihr jetzt gesehen habt, ist ja der gleiche Werdegang, nur macht es komplett aus Holz. Und was ich vorhin gesagt hatte, so, jetzt kann ich den hier ranhauen. Muss zwar ein bisschen runterdrücken, aber ein bisschen Spiel hat er. Also das muss ich zugeben, so ein klein bisschen Spiel hat er. Ich habe zwar dieses Gummi hier unten dran gemacht. Das hatte ich, glaube ich, vorhin schon gezeigt. Dieses hier, einfach in der Hoffnung, dass das ein bisschen rutschhemmender ist, bringt nicht viel. Also bei meiner Tischkreissäge, bei der Holzmann, ist das nämlich auch so. Da habe ich mir das jetzt quasi abgeguckt. Da ist das schon, dass das irgendwie was bringt. Vielleicht eine andere Konstruktion. Wie gesagt, ist auch aus Metall, das ist aus Holz. Vielleicht kann man hier einfach die Kraft nicht so aufbringen. Aber so im Ganzen, also ich kann ihn richtig festballern. Also das muss ich schon sagen, ein bisschen Spiel ist auf jeden Fall drin. Anders kriege ich es nicht hin, besser geht's nicht. Er ist auch nicht der schönste, muss ich auch zugeben, aber darum geht es auch nicht. Ich habe extra halt geguckt, dass er eine schöne Höhe halt hat, dass man da vernünftig was sägen kann, solange er seinen Zweck erfüllt. Naja, vielleicht gibt es ja auch nochmal irgendwie die ein oder andere Anregung von euch oder ihr habt dadurch eine Anregung bekommen, habt einen Verbesserungsvorschlag. Wenn das so ist, dann haut es auf jeden Fall unten mal in den Kommentar mit rein. Ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, wir sind auch am Ende. Ich bin auch so leicht ein bisschen angepisst, muss ich auch wirklich zugeben. Ärgerlich, dass es weggebrochen ist. Ärgerlich, dass ich die ganze Sache nicht noch filmen konnte. Ich wollte eigentlich nochmal eben kurz diese eine Geschichte mit der Tischkreissäge, aber ja, Akku alle. Ja, muss mir ja auch mal passieren, ne? Passiert ja irgendwie öfters mal irgendwelchen Leuten. Ist nun mal eben so. Das war auf jeden Fall der Parallelanschlag für die Tischkreissäge. Ich hoffe, euch hat trotzdem das Video gefallen, trotz allen Höhen und Tiefen. Wenn dem so ist, Daumen nach oben. Wer neu auf meinem Kanal ist, kann ihn gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns zum nächsten Projekt. Euer Kreativbär. Ciao.